die 2008er Krise war in sich so dermaßen irrsinnig, das braucht sich nicht einer ausdenken, Mir hat eben aufgrund dieser Absurdität hat mich das total fasziniert. Es waren 2008 Subprime Crisis, ja. Wobei ich glaube ja, da bin ich kindisch genug, ich glaube ursprünglich hängen geblieben auf dem Thema bin ich, weil das auch so ein super Army-Wort ist. Ne? Subprime Crisis. Dass du denkst, Alter, was ist das, das will ich haben? Ja, also. Und wer sich jetzt erinnern kann, Subprime war dieses Geschäftsmodell etwas vereinfacht, Kredite an Menschen, denen haben wir normal echt kein Geld bürgert. Oder machen wir es mal konkret am Anfang. Stellen wir uns gemeinsam vor, irgendwo da hinten sitzt ein netter junger Mann, lassen wir uns ein paar Details einfallen, so ein bisschen lange Federn, ein bisschen rote Augen abfallen, Lippenfrinzel, Wolverine-Koteletten, Legalize-T-Shirt, Fetzenschädel. Ja, aber nett, was du denkst, hörst du ein Trottel, wo ich einmal mit dem trinke, wobei darum geht es überhaupt nicht, was rede ich da. So, gehen wir uns um die Frage, würden Sie, angenommen Sie hätten es, dem sympathischen jungen Fetzenschädel 200.000 Euro einfach so buchen? Schaut mir nicht so an, ich komme jetzt rhetorisch, ich komme jetzt nicht oben und sackel sie aus. Ja? Gut, ich werte das als kollektives Nein. Warum? Weil sie, ich weiß, das ist jetzt nicht politically korrekt, aber von Wirtschaft einen Scheißdreck Ahnung haben. Die wirklichen Finanzkapazitäten in den Vereinigten Staaten von Amerika haben da sofort die Chance erkannt. Das Geschäftsmodell war in etwa, man gibt Menschen, die derart mit Rotz raffen, dass sie ihre überzogenen Kreditkarten nicht mehr begleichen können, Kredite, deren Zinsen, alle werden ein Wahnsinn sein, aber doch deutlich günstiger als die Überziehungszinsen der Kreditkartenfirma und besichert diese Kredite mit den Häusern dieser Menschen oder halt mit deren Wohnwagen, Zelt, Löcher im Barmer, es war Subprime. Die Idee ist eingeschlagen wie eine Bombe. Es haben sich ab Anfang der 90er Jahre gigantische auf Subprime-Finanzierung spezialisierte Finanzdienstleistungskonzerne mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten konstituiert, die Mitte der 90er alle in Konkurs gegangen sind, weil sich herausgestellt hat, dass Menschen, die ihre überzogenen Kreditkarten nicht mehr bedienen können, auch normale Schulden nicht zurückzahlen, weil sie kein Geld haben. Völlige Überraschung auf den Finanzmärkten. Man hat aber aus dieser bitteren Lektion Lehren gezogen, man hat gesagt, okay, so machen wir das sicher nicht mehr. Wir vergeben zwar weiterhin Riesenkredite an totale Hungerleider und streifen die schönen Vermittlungsprovisionen dafür ein, dann aber wandeln wir diese Kreditforderung in ein verzinsliches Wertpapier um und verkaufen es weiter, dann ist es Risiko aus dem Haus. Oder um vielleicht das konkrete Beispiel nochmal aufzugreifen, würden Sie die erwähnten 200.000 an den erwähnten charmanten Fetzenschädel aushändigen, unter der Annahme, dass Sie dafür 10.000 Euro Vermittlungsprovision kriegen und den Kredit in der Sekunde der Unterschrift an die charmante Perlenketten-Dame da links hinten verklopfen können. Eher. So ist es gemacht worden. Gekauft haben diese schwindlichen Kreditpapiere, und das überrascht auf den ersten Blick, die großen Wall Street Banken. Lehman, Goldman, Merrill Lynch, wie sie alle hassen. Die wollten den Träger aber natürlich nicht haben. Die wollten ihn umgehend mit Aufschlag weiter verschädern. Und da erst hat sich ein unerwartetes Problem eröffnet, dass nämlich die potenziellen Abnehmer von Wirtschaft genauso einen Schaß an Ahnung gehabt haben wie sie. Die haben sich das kurz angeschaut und gesagt, na danke. Das heißt, die großen Wall Street Banken standen jetzt vor der Aufgabe, diese sehr, sehr riskanten, weil sehr schlecht besicherten Kreditpapiere in ein solides, praktisch risikoloses Investment umzuwandeln. Und das geht so, was wir jetzt ausprobieren wollen vielleicht. Man nimmt diese ganzen schwindlichen Kredite und sortiert sie zunächst einmal nach Schwindlichkeitsgrad. Also so von schwindlig bis Alter! Dann trägt man Sorge dafür, dass diese unterschiedlichen Schwindigkeitssegmente homogen miteinander vermischt werden. Das erzeugt nämlich finanzmathematisch eine Risikostreuung. Berechnet wurde es nach dem Black-Scholes-Modell, über das man sonst nur zu wissen braucht, dass der Herr Black und der Herr Scholes dafür den Wirtschaftsnobelpreis bekommen haben. Also was soll da noch schief gehen? Und dieser riesige Haufen gemischten Unrats, den man so erzeugt hat, der wurde von den Wall Street Banken zu riesigen Subprime-Paketen gebündelt. Mit diesen Paketen sind die Banken zu den Ratingagenturen gegangen.
Die Ratingagenturen haben das Konzept dahinter jetzt genauso wenig verstanden wie Sie, da muss sich niemand einen Minderwertigkeitskomplex wachsen lassen, haben aber etwas anders reagiert insofern, als sie diese Subprime-Pakete mit Bestnote bewertet haben. AAA. Ah, wenn man es so verkürzt hat, klingt es ein bisschen geschoben. Also, die haben das, sie sind natürlich schon ihrer Aufgabe nachgekommen. Die haben geratet, die haben geschaut, ob diese Pakete alles in Ordnung ist und so. Ja. Und die haben auch nicht blindwütig da überall auf ein AAA draufgestempelt. Also, im Schnitt haben lediglich 80% dieser Pakete sofort AAA bekommen. Die restlichen 20% hat die Bank wieder mit heimnehmen müssen. Die haben es dort ausgeladen, woanders eingeführt, wieder hintragen. Davon haben 80% AAA bekommen. Die restlichen 20% hat die Bank wieder mit heimgenommen, ausgeladen, umgerührt, woanders eingeführt. Sie verstehen das Grundprinzip. Also im Fleischwarenfachgewerbe nennt man das auch den Burenwurstkreislauf.